Ein Tropensturm mit schweren Regenfällen hat am Donnerstag in Japan zu einem Evakuierungsaufruf für Hunderttausende Menschen und Einschränkungen im Flugverkehr geführt. Sturm Crozar könne Niederschläge von bis zu 1000 mm in 24 Stunden mit sich bringen, warnten die Behörden im Westen des Landes. Mehr als 400.000 Menschen wurde empfohlen, sich in Sicherheit zu bringen. Bisher hat es demnach nur einige Leichtverletzte gegeben. Mit Windgeschwindigkeiten von mehr als 160 Stundenkilometern näherte sich der Sturm am Donnerstag der Hauptinsel Shikoku. Neben hunderten Flügen wurden auch einzelne Verbindungen des Schnellzuges Shinkansen unterbrochen.